Oh, Alter, was geht ab, Leute, hier? Mit noch einem Video, weil die Jungs nicht warten können. Ich will nächste Woche eigentlich, aber nein. Alle Watches, die wir waren, auch gefunden haben. Nach einem Pommes-Video, nach saftigen Steak. Ja, mal Bio und Rinderfilet. Wollen die sich noch das hier reinhauen? Japanese Watches. Wir essen alle Mochis, die John gefunden hat. Alter, das ist geil. Raus, Alter, John Bags, Mann. Die Verpackung, man kriegt direkt Bock drauf. Deswegen sind wir gerade eins. Nein, eins nach dem anderen. Ja, musst du selber legen. Eins nach dem anderen. Mach doch mal auf. Oh, ja, mal. Schön vorzeigen vor der Kamera, welcher Geschmack. Ja, oh mein Gott. Hat die, was ist das für ein Geschmack? Hier steht Kokosnuss-Sesam. Ja, scheiße, da haben die das falsch aufgemacht. Taiwan ist ja, oder? Taiwan. Oh mein Gott, sind. Genau, sechs. Perfekt. Vor Spieltag. Das ist mein Mochi. Oh mein Gott, die sind viel zu reich. Wir müssen doch genau sein. Mia, weg da! Monsblim! Sesam! Kannst du das nicht ausschmecken? Doch, Mann. Oh, sag! Sesam. Kokosnuss. Kokosnuss-Sesam, Alter. Echt krass. Wo hast du hier Sesam gelesen? Ja. In der Mitte. Da. Saftige Nase. Kokosnuss-Sesam. Das schmeckt echt geil. Oh, Alter. Gar nicht mal so süß, Mann. Mhm. Nee, Mutsch ist nie zu süß. Das ist ja geile Konsistenz und so. Ich mag das echt. Voll nach Sesam. Ja, es ist Sesam. Was sagst du, es ist wirklich Sesam. Sieht doch gerade nur so. Alter, für 2 Euro sind die doch endgut Preis-Leistung, nicht? Endgut. Nein, wirklich jetzt. Schon mal voll schön verpackt. Boah. Bei türkischen hast du manchmal ein Loch in der Verpackung und so. Bei türkischen Süßigkeiten. Manchmal ist das Bild anders, was drin ist und so. Du kannst ja endgut. Boah. Was haben wir jetzt da? Ah, die kann jetzt schon nicht mehr. Wir essen alle, komm. Alle. Erdnuss! Was? Erdnuss? Peanut, oder? Peanut. Dann muss ich Koko mich essen. Fertig, kann jetzt schon nicht mehr. Los, die Überpackung, hier. Damit es nicht trocken. Also ganz ehrlich, die leckersten Mochi, die ich je gegessen habe. Also, war es leicht und erst heftig, ne? Ja, auch. Ich bin der Einzige. Der Preis wurde dezentral gemacht. Boah, die riechen voll nach Erdnuss. Ja, wie kannst du noch einen ganzen Moment? Das ist endvoll. Ich komme auch voll an meine Grenzen wieder. Ich will gerade, ob ich eins essen soll. Boah, und den lasse ich auch. Aprikose und so. Große Aprikose. Den haben wir jetzt hier. Ach so, shit. Was ist das? Erdnuss. Ernst lecker. Ernst lecker. Ja, ja, den muss ich auch probieren. Geile Erdnusscreme drin. Bist du nicht allergisch? Doch. Aber ich glaube nicht, dass es frisch ist, deswegen egal. Boah! Geiler. Alter! Das schmeckt echt wie Snickers oder so. Boah! Rennt der Teil. Probier mal auf, mach weiter. Du musst weitermachen. Mach weiter, jeder muss sitzen. Alter, ist es heute. Der taiwanesische Snickers. Leute, die Konsistenz einfach, schaut mal zusammen. Boah! Genau so muss es heute sein. Heute ist Food Wars Extreme. Mehr. Ja. Oh mein Gott. Jetzt kommt was Krasses rüber. Ja. Der schmeckt echt geil. Also das, oh mein Gott. Der ist echt Hammer. What the fuck? Is, wow. Der hat noch wow. Echt krass. Das ist krass. Was ist das jetzt? Oh mein Gott. Das ist ein Mango. Riech mal. Riecht das Mango? Ja, Mann. Wie geil es einfach aussieht! Oh mein Gott! Oh! Hä? Was ist mein Herz? Schnell raus, Mann! Alter, what the fuck? Alter! Scheiße! Und diese Qualität da oben und so, wie schön das gemacht ist. Schau mal, das riecht, Mann. Das riecht echt so krass. Richtig Glückstreffer. Boah, das riecht so. Ich dachte, es wird echt schlecht, ganz ehrlich. Weil Asiaten sind Nachspeisen eigentlich, aber das ist wow. Boah, ja. Probier mal, hast du Mühe? Nee, noch nicht.
Oh mein Gott, ich glaube, das ist auch krass. Ich glaube, der ist auch krass. Schaut mal den an. Mit Heidelbeeren. Oh mein Gott, Honigmelone. Boah. So gut bearbeitet. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist einfach, schon einfach Perfektion ist das. Ich muss ehrlich sagen, bei mir wird es gerade echt schlimm, oder? Der ist doch nicht immer den ganzen. Der war auch immer den ganzen. Man darf nichts wegschmeißen, Mann. Warte, ich bin auch nicht durch. Wo sind wir jetzt? Da. Mango. Oh ja, jetzt riecht ein bisschen her, Mann. Das ist echt krass. Ja, riecht schon sehr künstlich, oder? Ja. Das riecht echt geil. Aber es schmeckt. Oh, leck mir am Arsch, das ist eine Verpackung, Mann. Ich kann nicht mehr. Danke. Das schmeckt aber echt immer noch. Ja, und immer noch ein bisschen jetzt. Lass es doch. Nein, von den anderen. Genau. Digga, du hast es hier gehypt gerade. Gerade hast du doch gesagt, ich soll durchziehen. Ja, machst du ja nicht. Wie geil ist das? Ich mach doch. Achso, machst du. Esst du mal den ganzen? Ey, bisher schon. Ja, auch ganz den ganzen. Ich kann nicht jetzt schon nicht mehr. Sind noch zwei. Was so ein. Oh, du machst einen Grand Cross, Mann. So ein Ding, Mann. Ey, Wahnsinn. Mango riecht am besten. Hummy Melon, das ist ein Hummy, oder? Honigmelone. Ja. Oh, der ist fresh. Ja, der ist sehr fresh, Mann. Der ist nicht zu fruchtig. Ich hoffe, ich jetzt auch alles gut. Aber ich fand jetzt. Ich fand aber mild. Schön mild. In Türkei nimmt man sich halt immer Geschenke mit, Leute. Aber oft schmecken die nicht. Ist irgendein billig. Aber das hier, wirklich ohne Spaß. Wo hast du die eigentlich? Ja, der macht. Aber bei welchen sind die ja nicht alle gleich? Alle gleich. Von Insel. Boah. Mal, wir rollen gerade hier hoch. Richtig Glückstreffer. Aber die schmeckt voll eigentlich nach Wassermelone, ne? So. Dass sie so krass schmecken. Weißt du, was ich meine? Nee, schon Honigmelone. Kenn ich ja schon. Aber, ja, stimmt, aber die grüne, der so. Das ja. Hat doch ja, ja. Hm? Boah. Du hast fast nie was gesagt darüber. Warum soll ich davon sagen? Die schmecken halt nicht so, wie wenn es frisch ist. Also aber? Aus Japan schmecken davon. Sind die frischen noch krasser? Ja, vergleichstechnisch sieht es nicht so ähnlich aus. Das ist richtig. Wenn du die frischen ist. Tot. Fehler. Wie richtig wie Gummi auf dir. Fehler. Bis jetzt eigentlich alle richtig. Na, der aber auch nicht. Oder? Die kannst du so richtig so ziehen. Das ist wie ein Ding. Wow. Und dann schmelzen die voll auf der Zunge. Das ist so richtig krass. Echt? Ja, ich hab gehört. Ja, wir müssen nach Japan fliegen und dann testen. Ja, Mann. Da gibt's keinen Strand, Mann. Was laberst du, Mann? Natürlich gibt's in Japan Strand. Hä? Das sind Inseln, Mann. Die sind von Wasser umgeben. Echt? Oh, Heidi. Okay. dieser junge Mann. Nein, Mann, das sind nur Stadt. Ja. Also, du darfst deinen Kopf schütteln und mich so bewerten oder was? Das habe ich auch schon gegessen. Auch, oder? Das habe ich noch nicht gegessen, oder? Nein, das hast du noch nicht gegessen, das hast du nicht gegessen. Ja, ich habe noch nie ein Strandbild von Japan gesehen. Ja, was ist jetzt los? Oh, hier auch Fake, Mann. Fake-Foto. Ja, ein bisschen aufgepimpt halt fürs Foto. Einfach schön dunkel. Nee, ich mag irgendwie alle. Die sind alle so leichtes, mildes, fruchtiges. Nicht zu stark. Das sind die leckersten Süßigkeiten für mich, die ich je aus solchen Packungen gegessen habe. Ohne Scheiß. Echt, dann warte, bis du die anderen isst, Mann. What the fuck? Gibt's noch mehr? Zum Glück haben wir jetzt die Mochis gegessen. Ich glaube, wir essen nächste Woche alles. Hätten wir nicht geschafft, oder? Niemals. Was? Hätten wir nicht geschafft. Komm, wir haben die doch jetzt nach Pommes und Steak geschafft. Ja, aber du hast ja das da und dann hast du noch das andere und schon will er noch mehr kaufen, Mann. Es kommt ja noch mehr, Mann. Der will ja noch mehr süßes Zeugs kaufen, Mann. Hätten wir nie geschafft. Bleibt dran, Leute, nächste Woche Teil 2. Wir essen alles vom Asiamarkt. Fazit! Okay. Fazit! Was war dein Liebling? Sehr lecker, die da, Mann. Schmecken echt. Erdnuss? Ja, Mann, schmecken wie Snickers. Erdnuss war echt krank, ja. Wie Snickers, oder? Richtig geil, Mann. Nicht wie Snickers. Doch, schon. Da fehlt, ja, nur der Karamell noch, oder? Schoko fehlt noch. Boah, das kann ich eh nicht mehr. Ja, aber das kriegst du nicht mit. Aber der ist echt. Karamell fehlt noch. Ich finde auch Erdnuss Platz 1. Wir sind uns echt einig. Honigmelone. Aber die grüne. Wunderschön, perfekt, symmetrisch, nicht irgendwo ankleben, irgendwas, sondern das ist echt durchdacht, ohne Scheiß. Platz 1 für mich, all time. All time. Hört ihr, Leute, das war's von uns. Gebt gerne ein Like, Kommentar, Abo, folgt uns auf Twitch, checkt die Videos ab. Ja, das war's.